Ja. Ja, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen zum Festakt Innovationen mit Mut in eine nachhaltige Zukunft zum 25. Jubiläum der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Ich freue mich, dass ich Sie heute Abend begleiten darf. Sie dürfen sich in den kommenden zwei Stunden auf spannende Gäste, einen hochkarätigen Festredner freuen und auf wunderschön zeitlose Musik. Und wir sind gespannt, was Sie heute Nachmittag erarbeitet haben in den Workshops. Das werden wir später auch noch begutachten. Und damit übergebe ich eigentlich auch schon an den Gastgeber für die Begrüßung. Begrüßen Sie mit mir den Generalsekretär Dr. Heinrich Bottermann. Verehrte Exzellenzen, verehrte Ehrengäste, liebe Gäste, ich begrüße Sie auch im Namen des Kuratoriums und der Geschäftsstelle der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ganz herzlich zum Festakt zum 25-jährigen Bestehen unserer Stiftung. Zur Feier einer seinerzeit, denke ich, wegweisenden Entscheidung von Politikern und Entscheidungsträgern mit Weitsicht. Innovationen mit Mut in eine nachhaltige Zukunft. So lautet der wohlgewählte Titel unserer Jubiläumsfeierlichkeiten. Mut hatten in den Jahren 1989 und 90 auch drei Persönlichkeiten, als sie die Gründung der Stiftung vorbereiteten. Nämlich Sie, Herr Bundespräsident Köhler, als damaligem Abteilungsleiter im Bundesfinanzministerium. Schön, dass Sie heute Abend bei uns sind und unser Gast sind und den Festvortrag halten. Sie waren seinerzeit einer der engsten Mitarbeiter des Staatssekretärs im Bundesfinanzministerium, nämlich Dr. Hans Tietmeyer. Er war die zweite treibende Kraft in Sachen DBU-Gründung. Last but not least ist natürlich der damalige Bundesfinanzminister der eigentliche Gründungsvater der DBU. Und den müssen wir ja natürlich nicht weiter vorstellen. Schön, dass Sie hier sind, Dr. Theo Weigel und Gattin Irene Eppler-Weigel. Ich begrüße natürlich auch ganz herzlich den ersten Generalsekretär der DBU, den Gründungsgeneralsekretär Fritz Brickwede. Schön, dass Sie da sind. Als Gründungsgeneralsekretär hatten Sie natürlich eine spannende Aufgabe, nicht nur die Stiftung aufzubauen, sondern auch 2,5 Milliarden D-Mark gewinnbringend anzulegen. Und das ist Ihnen in den vielen Jahren hervorragend gelungen. Dafür auch nochmal ein herzliches Dankeschön. Bis zum Herbst 2013 leiteten Sie die Geschicke der Stiftung, und zwar zusammen mit dem Vorstand der DBU, dem von der Bundesregierung berufenen Kuratorium. Ich begrüße an dieser Stelle alle anwesenden, aktiven und ehemaligen Kuratorinnen und Kuratoren der DBU ganz herzlich, verbunden natürlich mit einem großen Dank für Ihre intensive Arbeit zum Wohl der Stiftung, aber auch zum Wohle in der Sache. Vielen Dank. Und heute Abend sozusagen in deren Vertretung begrüße ich als derzeitige Kuratoriumsvorsitzende vor allen Dingen Sie, liebe Frau parlamentarische Staatssekretärin Schwarzenegger-Sutter. Schön, dass Sie da sind. Und einen ehemaligen Umweltminister habe ich auch gerade am Eingang getroffen. Jürgen Trittin ist da. Es ist mir eine große Freude. Herzlich willkommen. Eine besondere Rolle spielt ja in der Stiftungsgeschichte die Deutsche Bundesbank. Ob mit Herrn Dr. Tietmeyer in seiner Funktion als langjährigem DBU-Kuratoriumsvorsitzenden ab 1993, aber eben auch Präsident der Bundesbank. Oder ob heute mit Ihnen, lieber Karl-Ludwig Thiele, als DBU-Kurator und Vorsitzender unseres Anlageausschusses und auch heute Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank, Ihnen ebenso ein herzliches Willkommen. Applaus
Herr Dr. Tietmeyer kann heute Abend leider nicht bei uns sein, ebenso wie der langjährige Kuratoriumsvorsitzende Hubert Weinzierl. Er hat die Bedeutung des Naturschutzes auch mit Blick auf das DBU-Naturerbe maßgeblich gefördert. Ich denke, wir grüßen ihn alle gemeinsam, alle beide Herren gemeinsam von hier aus und hoffe auf einen großen Applaus für Herrn Tietmeyer und für Herrn Weinzierl. Meine Damen und Herren, die Gründung der DBU und die ersten Jahre fielen in eine bewegte Zeit. Die neuen Konturen eines friedlichen Europas zeichneten sich ab. Weltweit betrachtet gab es natürlich eine Reihe auch kriegerischer Auseinandersetzungen, zum Beispiel in der Golfregion. Und auch die Umweltprobleme wurden den Menschen seinerzeit offenkundig, wie in den heutigen neuen Bundesländern um Bitterfeld herum, aber auch Tschernobyl war gar nicht so weit entfernt. 1986 explodierte Tschernobyl und das Waldsterben spielte in dieser Zeit auch eine große Rolle. Diese Themen wurden dann auch in der UN-Konferenz von Rio 1992 aufgenommen und die dort formulierten Nachhaltigkeitsziele fanden sich auch im Leitbild der DBU-Förderleitlinien wieder. 25 Jahre DBU, es wurde viel geschafft und erreicht. Aber wir wollen das Stiftungsjubiläum vor allem für einen Blick nach vorne nutzen, in die Zukunft. Und unter dem Titel Innovation mit Mut in eine nachhaltige Zukunft wollen wir Antworten auf die drängenden Fragen der Zukunft finden. Und das mit den Instrumenten von heute und morgen. Dazu haben wir heute im ersten Teil unserer Jubiläumsfeier Vorträge gehört. Die Hauptvorträge waren von Herrn Professor Schellenhuber und Herrn Professor Walz. Und gerade diese beiden Vorträge waren, glaube ich, wegweisend für die zukünftigen Herausforderungen. Diesen beiden Herren an dieser Stelle auch ein herzlicher Dank für diese tollen Vorträge. Die abschließenden Ergebnisse von heute Nachmittag werden wir im Laufe des Abends noch hören und sicherlich auch bewerten können. Meine Damen und Herren, Umwelt- und Naturschutzpolitik heißt heute und in Zukunft mehr denn je Gesellschaftspolitik. Ja, Friedenspolitik, bei uns und weltweit. Und was das Bundesumweltministerium darunter versteht, werden Sie, Frau Schwarzenegger-Sutter, in Ihrem Vortrag darlegen. Und zwar nicht in Ihrer Rolle als DBU-Kuratoriumsvorsitzende, sondern als parlamentarische Staatssekretärin in Vertretung von Frau Bundesumweltministerin Hendricks, die heute Abend leider verhindert ist. Den Bogen des weltweiten Zusammenhangs von Umweltfragen und Fragen einer nachhaltigen Entwicklung spannen Sie, Herr Bundespräsident Köhler, in Ihrer Festrede auf. Sie trägt den Titel Die große Transformation in Zeiten des Unbehagens. Denn so wie in der Zeit unserer Stiftungsgründung leben wir auch heute in bewegten Zeiten. Wir freuen uns auf Ihre Vorträge und meine Damen und Herren, schön, dass Sie heute Abend unsere Gäste sind und hier sind. Viel Vergnügen für den heutigen Abend. Der Herr Bottermann hat es gerade erwähnt, dass sein Vorgänger im Amt, Dr. Fritz Brick, wieder die DBU mit aufgebaut hat. Und als Gründungsvater galt aber auch Dr. Theo Weigel, der seinerzeit als Bundesfinanzminister eigentlich ja die nötigen Mittel dazu aufgebracht hat, dass es die DBU überhaupt gibt. Und darüber möchte ich jetzt mit beiden Herren sprechen und noch mehr. Hier sind Sie, Dr. Theo Weigel und Dr. Fritz Brickwede. Kommen Sie bitte auf die Bühne. Das machen wir so. Das ist, bitteschön. So. Wie nehmen Sie mich in die Mitte? Auch gut. So, dann sage ich Ihnen jetzt mal, wie das war. Nein, Herr Weigel, wenn Sie zurückdenken, was war der Grundgedanke bei der Gründung der DBU? Ich habe mir damals überlegt, was machen wir mit den 2,5 Milliarden, die wir aus der Privatisierung von Salzgitter erlöst haben. Steckst du das in den Bundeshaushalt, dann hast du am Schluss eine verminderte Nettokreditaufnahme von 2,5 Milliarden. Das ist eine Minuten- oder Sekundengeschichte, die aber später keine Rolle mehr spielt. Puff, ne? Oder machst du daraus etwas, was vielleicht für die Zukunft von Bedeutung ist? Und so entstand die Idee am Anfang eines revolvierenden Fonds für Mittelstand und von Hans Tietmeyer kam dann die Idee, also verbinden wir das doch mit Umwelt.
Und so entstand das, wobei ich großen Wert darauf lege, wir haben das dann im Bundesfinanzministerium behalten. Wir hatten sonst nur negative Dinge zu verkünden. Und dann habe ich mir gedacht, gönn dir auch mal was Schönes. Und lieber Herr Trittin, Frau Staatssekretärin, wenn ich längere Zeit Bundesfinanzminister geblieben wäre, Sie hätten es nicht bekommen in Ihrem Ministerium. Der Töpfer hätte es auch gern behalten und hätte es gern für sich gehabt. Hätte auch eigentlich hingehört, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich habe mir gedacht, wir können das auch. Und so entstand diese, wie ich meine, zukunftsweisende Investition, die unbeeinflusst von bürokratischen Entscheidungen etwas bewegen konnte. Und das hat sie 25 Jahre lang großartig gemacht. Herr Dr. Brickwede, in den letzten Jahrzehnten hat sich der Umweltschutz ja rasant entwickelt. Wenn Sie jetzt noch mal so zurückgucken, wo sehen Sie die Meilensteine bei der Entwicklung der DBU? Wo lagen die in den letzten 2,5 Jahrzehnten? Also am Anfang stand natürlich Reparatur von Problemen, vor allen Dingen in den sogenannten neuen Bundesländern. Es ging ja im Wesentlichen erstmal um Beseitigung von Problemen, von Altlasten, aber auch natürlich um Umweltbildung, um Kooperation, Vernetzung. Und was mich besonders freut, ist, dass im Laufe der Jahre wir von diesem Gedanken eines nachsorgenden, reparierenden Umweltschutzes immer stärker weggekommen sind. Der muss natürlich weiter erfolgen, gute Klärwerke, gute Filtersysteme und so weiter. Aber Priorität hat, und das ist ganz stark durch die Arbeit der DBU auch vorangetrieben worden, der vorsorgende, der präventive, der integrierte Umweltschutz. Das heißt also die Idee, dass Unternehmer, dass Ingenieure, dass Techniker Umweltschutz von vornherein mitdenken bei der Entwicklung von Produkten, bei den Produktionsverfahren. Das heißt also weniger Wasserverbrauch, weniger Energieverbrauch, weniger Schadstoffe in Produkten, bessere Recyclingfähigkeit von Produkten. Und ich glaube, das ist das, was Deutschland heute weltweit auszeichnet, dass wir diesen integrierten präventiven Umweltschutz vorangetrieben haben und da sowohl in dem nachsorgenden als auch im vorbeugenden Umweltschutz heute weltweit mitführend sind. Da kann man stolz drauf sein, ne? Kann man, glaube ich. Ja, wir alle, ne? Herr Weigel, was wünschen Sie der DBU für die Zukunft? Zunächst muss ich sagen, Gott sei Dank haben wir das noch gemacht, rechtzeitig, Herr Brickwede. Ein halbes Jahr später hätte ich angesichts der Kosten für die Wiedervereinigung nie mehr die Möglichkeit gehabt, so etwas zu tun. Und trotzdem war es richtig. Die Kosten für die Wiedervereinigung betragen jetzt nach letzten Schätzungen so 2.100 Milliarden Euro. Wenn ich damals die Deutschen in einer Bundesabstimmung, in einem Referendum gefragt hätte, ob sie für die Wiedervereinigung sind, angesichts der Kosten der nächsten 25 Jahre, weiß ich nicht, ob ich im Sinne der CSU ein positives Referendum erzielt hätte. So, ich wünsche ihr, dass sie diesen Erfolgsprozess innovativ, mutig und global, weltbewusst und heimatbewusst fortsetzt. Vielleicht noch eine kleine Geschichte. Ich habe mir gedacht, also irgendwann darf man ja auch mal was für seine Heimat fordern. Und die Kirche in Seeg, die Heimat meiner Frau, bedurfte einer Restaurierung. Und da waren die Fresken in einem schlechten Zustand. Und ich habe dann einfach behauptet, dass durch die Umwelteinflüsse, nicht wahr, durch den Kraftfahrzeugverkehr um die Kirche herum die Fresken in Mitleidenschaft gezogen worden wären und habe das Herrn Brickwede vorgetragen. Da sagte er, das kann stimmen, aber auch nicht. Wir brauchen jedenfalls ein Gutachten. Dachte mir, jetzt ist aus. Also, und stellen Sie sich vor, das Gutachten hat tatsächlich unter Beweis gestellt, dass die Umwelt dazu geführt hat, dass die Fresken angegriffen wurden. Und so konnte für die Heimatkirche meiner Frau etwas getan werden. Ich dachte schon, Sie hätten bei den Griechen gelernt. Also ich darf das vielleicht kurz ergänzen.
Was ich wirklich sagen muss, in 22,5 Jahren, wo ich Generalsekretär war, das habe ich als so wohltuend empfunden, hat Herr Weigel als Gründungsvater der DBU zweimal ein Anliegen gehabt. Beides Male waren das natürlich gemeinnützige Einrichtungen. Ich kann mich auch daran erinnern, dass Unternehmen versucht haben, Druck auszuüben, sagen, ja, wir werden da mal mit Herrn Weigel sprechen. Und Herr Weigel hat nie in seiner ganzen Zeit als Bundesfinanzminister irgendeinen Druck auf uns ausgeübt. Wir konnten völlig frei entscheiden und für diese Politik ferne, sachliche, wissenschaftliche Entscheidungsfindung bin ich heute noch sehr dankbar und sind wir, glaube ich, alle in der DBU nach wie vor dankbar, dass wir sozusagen keine verlängerte Werkbank von staatlichen Administrationen oder von Politik sind, sondern wirklich unabhängig entscheiden können. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Herr Brick, wieder abschließend an Sie die Frage, wo sehen Sie die größte Herausforderung jetzt für die DBU, für die nächsten Jahre? Wenn man den Vortrag von Herrn Schellnhuber, den er heute gehalten hat, sieht, dann ist, glaube ich, die Frage, wie können wir die Klimaschutzproblematik lösen oder einen Beitrag dazu leisten, jetzt im Moment das Vordringliche. Deutschland hat im Bereich Energieeffizienz, im Bereich Energiesparen, im Bereich erneuerbare Energien ja schon einen wesentlichen Fortschritt gemacht. Das muss weitergehen, indem wir auch für andere Länder etwas bewirken und bewegen. Ich denke, wir werden ganz stark die Sektoren Strom, Wärme und Mobilität zusammenführen müssen im Sinne von Sektorkopplung. Das heißt also, wir werden eine Elektrifizierung des Wärme- und Mobilitätsmarktes schrittweise erleben. Und dieser Strom, der dafür erzeugt wird, wird immer stärker durch erneuerbare Energien erzeugt werden. Und das heißt natürlich auch, wir müssen über einen langfristigen, aber planvollen Ausstieg aus der Kohle diskutieren. Das kann so sein, dass man 2020 anfängt und 2040 aufhört mit begleitenden Förderprogrammen für etwa die Lausitz oder das Rheinische Braunkohlerevier, damit dort das Sozial auch entsprechend abgefedert ist. Aber ganz klar ist, es wird in Deutschland keinen Bau eines Kohlekraftwerkes mehr geben, aus rein ökonomischen Gründen. Und ökologisch ist das auch richtig. Und dafür müssen wir die Innovationen weiter vorantreiben, vor allen Dingen mit mittelständischen, mit kleinen Unternehmen, wo ganz viel Innovationskraft ist, auch für das Gelingen der Energiewende. Das wünsche ich mir. Sehr schön. Ein schöneres Abschlusswort kann man sich gar nicht wünschen, Herr Dr. Weigel. Herzlichen Dank. Ich habe zu danken, Herr Dr. Brickfeld. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke ja in die Geschichte der DBU. Jetzt wollen wir den Blick wieder in die Zukunft richten und das machen wir zusammen mit der parlamentarischen Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Jetzt wissen Sie, warum ich nur einen Prompter habe, weil solche Inserts passen bei uns einfach nicht rein. Deswegen, ich weiß gar nicht, wann Sie immer auftauchen in der Tagesschau. Sie haben einfach eine zu große Funktion, als dass Sie da... Na. So, und Vorsitzende des Kuratoriums ist sie nämlich auch noch der DBU. Begrüßen Sie bitte mit einem ganz großen Applaus Frau Rita Schwarzelür-Sutter. Ja, lieber Herr Dr. Buttermann, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die Eröffnung dieses Abends. Und Herr Dr. Weigel und Herr Dr. Brickwede, dass Sie so das eine oder andere aus dem Nähkästchen jetzt geplaudert haben, uns ein paar Einblicke gegeben haben aus den Anfängen und den Gründerjahren der Stiftung. Und liebe Frau Zervakis, ja, unser Bereich im Umweltministerium ist ziemlich breit, aber... Ich komme da nachher noch mal drauf. Das ist schon ganz gut so, dass wir in die Nachhaltigkeit gut hineinwirken können. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Dr. Weigel, sehr geehrter Herr Dr. Buttermann, lieber Herr Trittin, liebe Kolleginnen und Kollegen des Kuratoriums, sehr geehrte Festgäste, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist mir eine besondere Ehre, Sie auch im Namen meiner Ministerin, Frau Dr. Barbara Hendricks, für das Bundesumweltministerium zu diesem Festakt zum 25-jährigen Jubiläum hier begrüßen zu dürfen. Und Herr Dr. Buttermann hat es schon gesagt, Frau Ministerin Hendricks ist
auf einer internationalen Verpflichtung und hat aber eine ganz besondere Verbindung zur DBU, nämlich sie war auch viele Jahre im Kuratorium der Stiftung. Sie lässt Sie herzlich grüßen und der Stiftung ein großes Dankeschön für die geleistete Arbeit im Dienste der Umwelt und die besten Wünsche für die Zukunft ausrichten. Gastgeberin dieses Abends ist die Deutsche Bundesstiftung und Sie, Herr Dr. Bottermann, haben ja schon gesagt, in welcher Rolle ich da bin und welchen Hut ich heute aufhab. Ich habe eine gewisse Doppelrolle, aber ich will die Unabhängigkeit doch noch mal ganz zu Beginn betonen, die die DBU bzw. die Kuratorin, die ja sowieso selbstständig sind und Kuratoren haben. Sehr geehrte Damen und Herren, die zukunftsweisende Entscheidung, die Erlöse aus der Privatisierung der Salzgitter AG 1990 immerhin umgerechnet 1,3 Milliarden Euro in das Stiftungskapital der Deutschen Bundesstiftung Umwelt einzusetzen, geht, wie nochmal zurück, wie schon Sie jetzt erfahren haben, auf das Bundesfinanzministerium zurück. Das Bundesumweltministerium hat erst nach der Bundestagswahl im Jahr 2002 innerhalb der Bundesregierung die Zuständigkeit für die DBU übernommen. Herr Trittin, ich glaube, das war keine so eine schlechte Entscheidung, wenn man das heute noch mal betrachtet. Die Motive und Gründe für diesen Wechsel waren vielfältig. Zum Teil spielen sie sicherlich auch wieder die Erweiterung des Aufgabenspektrums und den Naturschutz seit dem Jahr 2000. Und aus heutiger Sicht ist vielleicht doch bemerkenswert, wie kontinuierlich und ohne Brüche dieser Wechsel, dann auch dieser Zuständigkeitswechsel, sich vollzogen hat. Dass die Federführung für die größte Umweltstiftung Europas beim Umweltministerium liegt, erscheint allen Beteiligten fast auf der Hand liegend selbstverständlich. Dass das Bundesfinanzministerium allerdings weiterhin gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung ja, im Kuratorium vertreten ist und sich die drei Bundesressorts regelmäßig und auch vertrauensvoll in allen Belangen der Stiftung abstimmen, ist möglicherweise schon deutlich naheliegend und präsent. Es ist eine, da möchte ich auch ein großes Dankeschön aussprechen an meine Kollegen aus dem BMBF und auch aus dem BMF. Das ist wirklich eine hervorragende Zusammenarbeit. Und dieser bemerkenswert kooperative und konsensorientierte Geist in der Begleitung der Stiftungsarbeit findet sich auch in der Arbeit der DBU-Kuratorien wieder. Generell, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, macht es eigentlich auch viel Spaß, mit Ihnen, mit den Vertretern aus der Wirtschaft, aus Verbänden und Wissenschaft im Kuratorium zusammenzuarbeiten. Nun mögen die einen oder anderen sagen, das ist ja ganz einfach, so Konsens und Kooperation, keine Überraschung, wenn man gute Dinge befördern kann und wenn auch das nötige Kleingeld, sprich auch die Finanzen dazu da sind. Aber es ist ein Privileg, wir sind uns auch bewusst, dass das auch eine Verpflichtung mit sich bringt. Und ich möchte Sie aber auch gleich noch mal daran erinnern, dass die Verpflichtung auch darin besteht, sich im Laufe der Zeit fortwährend um die Qualität, die Ausrichtung und die Relevanz dieser besonderen Fördermöglichkeiten zu ringen und manchmal auch zu streiten. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich diese Verpflichtung im Folgenden kurz an drei Punkten ausführen. Der Hebelwirkung der Förderung durch den Modellcharakter der Projekte, der Offenheit für neue Themen und der Notwendigkeit eines übergeordneten Bezugsrahmens. Seit der Aufnahme der Stiftungsarbeit im Jahr 1991 hat die DBU über 9.200 Projekte mit über 1,6 Milliarden Euro Fördervolumen unterstützt. Das hat mir jemand natürlich ausgerechnet, es sind 370 Projekte im Jahr, aber ich finde beachtlich 31 Projekte im Monat, also eigentlich jeden Tag ein Projekt. Allein die absoluten Zahlen verdeutlichen die enorme Breitenwirkung. Und hinzu kommt, dass die Stiftung konsequent modellhafte Projekte fördert. Die Übertragbarkeit auf andere Unternehmen oder Organisationen ist dabei ein zentrales Förderkriterium. Und erfolgreiche Innovationsförderung ist alles andere als trivial. Geld alleine nutzt hier wenig. Um tatsächlich Hebelwirkungen zu erzielen, braucht man viel Sachverstand, Gespür für das Mögliche und eine gute Portion Risikobereitschaft. Die DBU hat die von ihr geförderten Projekte immer
mit höchster Professionalität ausgewählt, entwickelt und kommuniziert. Und wir sehen hier auch, selbst bei Fresken einer Kirche wird vorher geprüft und Gutachten eingeholt. Es ist wirklich über Jahre tatsächlich eine einzigartige Kultur nachhaltiger Projektförderung zur Entlastung der Umwelt gewachsen. Die Stiftung hat sich dabei immer wieder, und zu Recht, neuen Themen und Herausforderungen gestellt. Wer Innovationen fördern will, kann dies kaum in immer gleichbleibenden Mustern und Strukturen leisten. Die Offenheit des Blicks, die Bereitschaft zur selbstkritischen Überprüfung und zur Veränderung der eigenen Position sind unabdingbarer Bestandteil einer Innovationsstiftung. Mit den sich ändernden Herausforderungen des Umweltschutzes ist die Stiftung seit ihrer Gründung Teil eines permanenten Veränderungsprozesses gewesen. Förderte sie zu Beginn noch Projekte zu Schadenskompensation im Sinne des nachsorgenden Umweltschutzes, also End of Pipe, orientiert sich die Förderung zunehmend am Vorsorgeprinzip und baute seit 1998 generell auf dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung auf. Die am 1. Januar dieses Jahres in Kraft getretenen neuen Förderleitlinien der DBU orientieren sich nun in einer klugen Balance einerseits an dem übergeordneten Konzept der planetaren Grenzen und öffnen sich andererseits bewusst auch gesellschaftlich und stärker risikobehafteten, experimentierfreudigen Zugängen. Und ein bemerkenswertes Beispiel ist in diesem Kontext die unbürokratische und schnelle Reaktion der DBU auf die Herausforderung des Zuwachses oder des Zugangs von geflüchteten Menschen. Die Stiftung hat seit September 2015 2,5 Millionen Euro für Umweltprojekte zur Integration von geflüchteten Menschen zur Verfügung gestellt. Und innerhalb dieser Zeit 60 Einzelprojekte zur Entscheidung gebracht. Verbindende Elemente aller Projekte waren Bildung, Qualifikation und Wissensvermittlung im Bereich Umwelt- und Naturschutz. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend auf den übergeordneten Bezugsrahmen des Stiftunghandelns eingehen. Viele von Ihnen haben heute im Laufe des Tages bereits sehr intensiv über die Rollen der Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Kommunikation sowie von sozialen Innovationen in der Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft diskutiert. Und wenn man im Winter 2016 über die Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft nachdenkt, muss man sich manchmal verdeutlichen, dass die Rahmenbedingungen für einen solchen Wandel derzeit besondere Herausforderungen darstellen. Wir haben es heute in Deutschland, in Teilen Europas, aber auch in den USA mit gesellschaftlichen Bewegungen und politischen Entwicklungen zu tun, die letztlich auch auf eine Transformation abzielen. Eine Transformation allerdings, die eine gänzlich andere Vision verfolgt als die der Nachhaltigkeit. Die Vision rechtsnationalistischer, populistischer Strömungen und ihrer Vordenkerinnen und Vordenker mögen sich durchaus unterscheiden, mitunter auch sehr diffus sein. Unverkennbar ist, sie alle stellen letztendlich die Grundwerte unserer freiheitlichen Demokratien infrage. Und sie dürften einer Transformation zur Nachhaltigkeit diametral entgegenstehen. Die Umwelt- und nachhaltigkeitspolitische Aufbruchsstimmung des Jahres 2015 durch das G7-Gipfeltreffen, durch den 2030 Agenda-Gipfel, durch das Weltklimaabkommen in Paris, das hat doch ein bisschen Wolken in der Zwischenzeit ein bisschen Eintrübung erfahren. Aber wir dürfen uns, und davon bin ich überzeugt, nicht entmutigen lassen. Es kann zwar nicht unser Ziel sein, überzeugte Rechtsnationalisten und eingefleischte Populisten von unseren Anliegen zu überzeugen, es sollte aber, und zwar noch mehr als bisher, unser Ziel sein, all jenen Menschen überzeugende Argumente und attraktive Zukunftsbilder eines guten Lebens zu vermitteln, die dafür offen sind. Und das sind zum Glück noch immer die allermeisten. Sehr geehrte Damen und Herren, Umweltpolitik ist heute auch Gesellschaftspolitik. Umweltpolitik als Gesellschaftspolitik dient den Menschen und der sozialen Gemeinschaft, prägt neue Leitbilder für Wohlstand,
Teilhabe und Lebensqualität und stärkt zugleich Demokratie, Gerechtigkeit und Freiheit. Notwendig ist eine schrittweise Veränderung unserer Routinen in allen Lebensbereichen und gesellschaftlichen Handlungsfeldern. Das Bundesumweltministerium hat deshalb im September dieses Jahres sein integriertes Umweltprogramm 2030 vorgelegt. Und das Programm formuliert unmissverständlich, dass sowohl die Art, in der wir uns fortbewegen, als auch die heute dominanten Formen der Landwirtschaft, des Konsums und des Ressourcenverbrauchs sich nicht dauerhaft und auch nicht einmal über die kommenden Jahrzehnte fortsetzen lassen. Die Einhaltung der ökologischen Grenzen, so die These des Umweltprogramms, ist die zentrale Herausforderung für die Umweltpolitik. Im Zusammenhang mit individuellen und sozialen Standards und Ansprüchen an Lebensqualität umschreiben Sie einen gesellschaftlichen und politischen Gestaltungs- und Handlungsraum, den wir nutzen können und sollten. Und wenn wir uns am Gemeinwohl, am Wohl der globalen Gemeinschaft, aber auch an einer Zukunftsperspektive echten qualitativen Wohlstands für unsere Gesellschaft gelegen ist. Und ich freue mich eigentlich auch über das Logo heute mit den grünen Füßen, das macht auch nochmal deutlich, wir leben im Moment auf sehr großen Füßen. Wenn alle so leben würden wie wir in Deutschland, dann bräuchten wir drei Erden. Und deswegen ist schon ganz gut, dass wir diese planetaren Grenzen auch als über unseren Bezugsrahmen betrachten. Und zur Umgestaltung der Schlüsselbereiche Landwirtschaft, Mobilität, Ressourcennutzung und Konsum benennt das Umweltprogramm entsprechend klare Ziele und Maßnahmen. Die sind nicht immer ganz so einfach. Es wird auch, das steht im Umweltprogramm darüber hinaus, darauf ankommen, Umweltpolitik insgesamt zu stärken. Und deshalb möchte das Bundesumweltministerium auch die Möglichkeit, politische Initiativen auch in den Geschäftsbereichen anderer Ministerien anzustoßen. So muss aus unserer Sicht die ökologische Steuerreform dringend weiterentwickelt werden, um falsche Anreize und nicht eingespeiste Kosten dann auch zu korrigieren. Und ökologisch, danke, Herr Trittin. Und ökologisch, es hätten jetzt ruhig auch ein paar mehr sein können. Und ökologisch, wir wollen ja keine Stranded Investments, also insofern glaube ich, ist es auch zukunftsgerichtet. Und ökologisch nicht vertretbare Vorhaben dürfen nicht länger finanziell unterstützt werden. Wir benötigen einen Kriterienkatalog für die umweltgerechte Anlage öffentlicher Gelder. Insgesamt setzen wir uns ein, die soziale Marktwirtschaft weiterzuentwickeln hin zu einer sozialen ökologischen Marktwirtschaft. Und mit dem integrierten Umweltprogramm 2030 zeigt das Bundesumweltministerium auch auf, welcher Transformationsbedarf aus unserer Sicht aus der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen entsteht. In diesem Zusammenhang ist die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie von zentraler Bedeutung. Ein Entwurf der Neuauflage zur Nachhaltigkeitsstrategie wurde im Mai veröffentlicht. Es gab einen breiten Beteiligungsprozess, es gab eine Menge an Stellungnahmen. Und ich hoffe, dass wir jetzt die neue Nachhaltigkeitsstrategie, die sich an den 17 Zielen ausrichtet, dass wir auch noch dieses Jahr sie beschließen können. Sehr geehrte Damen und Herren, gut gemachte Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik hat der Gesellschaft, hat jenen, die veränderungsbereit und begeisterungsfähig sind, vieles anzubieten. Gutes Leben in der Stadt, neue Perspektiven auf dem Land, die Möglichkeit, sich an Projekten für den Wandel zu beteiligen, sich vor Ort zu engagieren, das hätte auch das Potenzial, zu einem neuen Integrationsprojekt der Europäischen Union zu werden. Und wir sollten also selbstbewusst sein, Ideen sind gefragt, mutiges Handeln, Überzeugungskraft und Engagement in der Auseinandersetzung über die Frage, wie wollen wir leben, wie erreichen wir die gesellschaftliche Unterstützung, die wir für den gesellschaftlichen Wandel für Nachhaltigkeit benötigen. Wie gehen wir auf die gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen ein, nutzen soweit möglich ihre Chancen, ohne uns zu verbiegen und anzubiedern. Und ich bin überzeugt, dass Umweltpolitik und Nachhaltigkeitspolitik für Umweltgerechtigkeit sorgen, für Verteilungsgerechtigkeit und auch für eine Generationengerechtigkeit, sodass auch unsere Kinder und Enkelkinder ein gutes Leben haben werden. Die DBU mit all ihrer Erfahrung und Offenheit, ihren hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ihren Ressourcen und ihren zahlreichen, sie kritisch begleitenden Freunden wird hierbei eine wichtige Rolle spielen. Und an dieser Stelle möchte ich vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
IPU ein herzliches Dankeschön sagen für Ihre Arbeit, für Ihre geleistete Arbeit in den vergangenen 25 Jahren. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Unterstützung der DBU, auch für intensive Debatten, die Sie auch heute wiederum mit den Herausforderungen, die uns, ja, auf uns zukommen, auseinandergesetzt haben, und alle, die mit dran arbeiten an der Transformation und mutig kämpfen. Bleiben Sie selbstbewusst und optimistisch und setzen Sie sich mit uns zusammen für eine bessere Zukunft ein. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Schwarze-Lühr-Sutter. Liebes Auditorium, so ein Festakt beinhaltet ja nicht nur spannende Reden, großartige Gäste, sondern auch Musik. Und was bislang so aussah, als hätten wir es vergessen, wird jetzt nachgeholt. Wir haben vier ganz fantastische Musikerinnen aus Polen eingeladen. Polen auch deshalb, weil es das Land ist, in dem die meisten Innovationen und Projekte der DBU umgesetzt wurden. Und es gibt einen polnischen Umweltpreisträger, Professor Dr. Maciej Nowicki, der hat mit dem Preisgeld vor 20 Jahren die Nowicki-Stiftung gegründet. Und er sorgt dafür, dass die begabtesten polnischen Hochschulabsolventen auf dem Gebiet des Umweltschutzes, die sucht er aus und ermöglicht ihnen ein Stipendium in Deutschland. Bevor meine Anmoderation jetzt auch in einer Rede ausartet, freuen Sie sich auf Badinerie von Johann Sebastian Bach und die Ankunft der Königin von Saba von Georg Friedrich Händel. Beides, wo sind Sie denn? Beides virtuos, dargeboten vom Quartett Schmitz-Corvey Obbligato. Okay, das sehe ich ein, das And one of you wanted something to say. Good evening, ladies and gentlemen. We would like to thank you for invite all DBU, especially Ute Magier and Simon Bonhaus. Thank you. We are Obbligato String Quartet. I think it will be easier. And have a nice evening. Yeah. Thank you.
ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Wir hören die vier später noch einmal. Wie schön es ist, wenn man diese Instrumente bedienen kann. Ich muss die ganze Zeit an meine Nachbarin denken. Da klappt das nicht so gut, aber das ist eine andere Geschichte. Unser nächster Redner hat ebenfalls eine ganz ursprüngliche Verbindung zu Polen, denn er wurde dort geboren. Von 2004 bis 2010 repräsentierte er als unser Staatsoberhaupt die Bundesrepublik Deutschland und war 2015 Mitglied des von Ban Ki-moon einberufenen High-Level Panel on the Post 2015 Development Agenda, das Gremium, das die Vorlage für die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen mit auf den Weg gebracht hat. Jetzt bin ich bei meiner Nachbarin wieder. Es tut mir leid, Herr Köhler, das haben Sie nicht verdient. Ich sage es jetzt aber nochmal. Der Titel seiner Festrede lautet Die große Transformation in Zeiten des Unbehagens. Und wir sind sehr stolz und froh, dass Sie heute hier sind. Begrüßen Sie bitte, meine Damen und Herren, den Bundespräsidenten AD, Dr. Horst Köhler. Schön, dass Sie da sind. Sehr geehrte Frau Parlamentarische Staatssekretärin Schwarzelür-Sutter, sehr geehrter Herr Dr. Bottermann, lieber Theo, liebe Irene, sehr geehrter Herr Bundesminister Trittin, meine Herren Abgeordnete, liebe Herr Thiele von der Bundesbank, sehr geehrte Kuratoriumsmitglieder der DBU insgesamt, liebe Festgäste, meine Damen und Herren. Geburtstag zu feiern ist immer schön, aber am schönsten ist es, wenn man sich an die Geburt selbst noch erinnern kann. Deshalb bin ich heute sehr gerne hier. Für mich ist das 25-jährige Bestehen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, DBU, nicht einfach nur ein Jubiläum, sondern auch Anlass für manch schöne Erinnerung, wie ich 1990 als junger Staatssekretär im Finanzministerium diese geniale Idee von Theo Weigel und Hans Tietmeyer bei der Realisierung begleiten durfte. Seitdem habe ich die Arbeit der DBU mal aus der Nähe, mal aus der Distanz verfolgt. Heute gibt es da vieles zu feiern und manches zu bestaunen. Wir haben es gehört, Tausende von Projekten und nicht zuletzt natürlich der Europas höchst dotierte Umweltpreis. Die DBU steht für eine ökologische Weitsicht, die wir heute mehr denn je nötig haben. Und dazu gratuliere ich von Herzen. Bei dieser Gelegenheit muss erwähnt werden, dass auch die Gründung der DBU selbst das Ergebnis solcher Weitsicht ist. Dass Theo Weigel als Finanzminister 1989 dem Kabinett antrug, den Privatisierungserlös der Salzgitter AG für die Gründung einer Umweltstiftung zu verwenden, das war damals keine Selbstverständlichkeit. Es standen ja, weiß Gott, andere Themen auf der Tagesordnung und das Ausmaß der ökologischen Krise unseres Planeten hatten damals erst wenige erkannt. Deshalb hast du, lieber Theo, auch eine gute Portion politischer Courage damals bewiesen. Es wäre ja ein einfaches gewesen, irgendein kurzfristiges Haushaltsloch zu stopfen, irgendeine zeitweilige Wohltat zu finanzieren. Begehrlichkeiten in diese Richtung gab es genug und gibt es immer. Du hast weitergedacht. Dein Mut und deine Standfestigkeit haben sich ausgezahlt. Daran gibt es 25 Jahre später keinen Zweifel. Das ist dann vor allem auch ein Verdienst, diese große Leistung der DBU, der Leitung der DBU, also bis 2013 von Ihnen, lieber Herr Prickwede, und seitdem von Ihnen, Herr Dr. Bottermann, aber auch insgesamt Verdienst des Kuratoriums, der engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich nehme an, da sind heute viele da. Ihnen allen gebührt unser Dank. Applaus
Meine Damen und Herren, zu einem schönen Jubiläum gehört immer zweierlei. Der dankbare Blick zurück und der mutige Blick nach vorne. Ich wurde gebeten, in meiner Festrede einen Blick in die Zukunft zu richten und über die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, die sogenannte Agenda 2030 und den Pariser Klimavertrag zu sprechen, die beide letztes Jahr von allen Staaten der Erde vereinbart wurden. Das ist ein großes Thema, weil diese Rahmenvereinbarungen ja eine neue, große Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft weltweit zum Ziel haben. Und dennoch erschien mir das Thema während der Vorbereitung meiner Rede plötzlich fast klein. Denn die Schwierigkeiten, auf die wir bei der Umsetzung einer ökologisch nachhaltigen Politik stoßen, sind nur Spiegelungen von sehr viel tiefer liegenden Dilemmata und Spannungen, mit denen unsere Gesellschaften, unsere Ökonomien und unsere politischen Systeme konfrontiert sind in diesem extrem komplexen 21. Jahrhundert. Gestatten Sie mir deshalb einen Versuch, in meiner heutigen Rede einige dieser Spannungen sichtbar zu machen. Mir geht es um die Frage, wie die neue große Transformation möglich wird, mit all den Widersprüchen, die unserer Zeit innewohnen. Vielleicht fällt es uns so schwer, die Zukunft zu gestalten, weil wir unsere Gegenwart so schlecht verstehen. Und wir leben ja in einer seltsamen Zeit. Ausgerechnet jetzt, wo deutlich wird, dass unsere Probleme erstens komplex und zweitens global sind, scheinen jene Kräfte Oberhand zu gewinnen, deren Antworten erstens simpel und zweitens national sind. Aus der Tatsache, dass die großen Krisen unserer Zeit, Pandemien wie Ebola, Finanzkrisen, Klimawandel, die Flüchtlingskrise, mit den Mitteln des Nationalstaates allein nicht mehr zu bearbeiten sind, müsste ja eigentlich der Schluss gezogen werden, dass wir mehr internationale Zusammenarbeit brauchen, dass wir globale Lösungen brauchen. Stattdessen droht in vielen westlichen Demokratien die Diskreditierung globaler Kooperation plötzlich mehrheitsfähig zu werden. Das ist nicht nur paradox, sondern offenbart auch ein gehöriges Stück Heuchelei. Denn es war ja gerade der Westen, der nach dem Zweiten Weltkrieg das bestehende internationale Kooperations- und Handelssystem aufgebaut hat und davon am meisten profitiert hat. Was Amerika great gemacht hat, das waren doch eben gerade nicht die Mauern, sondern vielmehr die Weltoffenheit einer Nation, deren Präsident mit Autorität rufen konnte, hier in Berlin, tear down this wall, weil es ein Land der Beweis war, dass es zum eigenen Vorteil ist, sich nicht einzumauern, sondern der Welt die Hand auszustrecken, ob mit Handel oder Popkultur oder Green Card. Und was Deutschland zum europäischen Klassenprimus gemacht hat, das war seine Anstrengung, aber eben auch seine kluge Positionierung als Ausrüster des Wachstums in Europa und der Welt. Einer von vier Jobs in Deutschland ist vom Export abhängig. Da muss man doch rot werden, wenn man jetzt so tut, als würde man nationale Interessen verteidigen, indem man die Idee offener Grenzen verflucht. Wovon die Populisten, meine Damen und Herren, profitieren, das ist das flaue Gefühl im Magen der Menschen in einer sich rasch wandelnden Welt. Eine Welt, in der die Politik vieles nicht mehr unter Kontrolle zu haben scheint. Siehe Ebola, siehe Finanzkrise, siehe Flüchtlingskrise. Die Rhetorik des Mauernbauens zielt darauf ab,
eine Illusion von Kontrolle herzustellen. Das Unbehagen vieler Menschen angesichts der Komplexität der globalen Zusammenhänge, die Angst, dass die sich abzeichnenden Veränderungen die eigene materielle Zukunft gefährden, das alles ist ernst zu nehmen. Und die Politik wird scheitern, wenn sie darauf Antworten gibt, die sich im Business as usual erschöpfen. Aber es macht mich wirklich zornig zu sehen, wie die Scharlatane mit ihren politischen Mogelpackungen dieses Unbehagen ausnutzen, wie sie falsche Hoffnung verkaufen und damit die Lösung jener Fragen, die die Menschen umtreiben, nur noch schwerer machen. Denn echte Alternativen werden ja nicht angeboten. Es ist doch zum Beispiel kein Zufall, dass die neuen Rechten in der ganzen Welt den menschengemachten Klimawandel leugnen, übrigens auch die AfD. Wenn es ein Problem gibt, auf das die Lösung eines sich abschottenden Nationalstaats ganz offensichtlich nicht passt, wird dieses Problem einfach für Nicht-Existenz erklärt. Meine Damen und Herren, ich kann und will heute Abend kein Patentrezept gegen den nationalen Populismus anbieten. Und es ist auch nicht das Thema meiner Rede. Was mich interessiert, das ist die Frage, wie Veränderung möglich ist in einer Atmosphäre des Unbehagens und der Polarisierung in einer Gesellschaft. Drei Schritte erscheinen mir wichtig. Die Politik muss erstens das Unbehagen selbst wahrnehmen und verstehen lernen. Sie muss zuhören, warum manche Menschen Angst vor dem Verlust ihrer Autonomie, Beteiligung und Würde haben. Theo, mach's gut, Irene, macht's gut. Die müssen heim zum Flieger. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass zum Beispiel die Auseinandersetzungen um die Flüchtlingspolitik auch eine Proxy-Diskussion für sehr viel tiefer liegende Verlustängste sind. Die Politik muss zweitens die komplexen Faktoren, die zu diesem Unbehagen beitragen, transparent machen, weil Angst auch aus Unkenntnis erwächst. Und sie muss klar machen, dass ein Verharren im Status quo ein viel größeres Risiko birgt, als die Herausforderungen anzunehmen. Auf dieser Grundlage muss dann drittens konkrete Politik gestaltet werden, die sich nicht in Symbolhandlungen erschöpft, sondern echte Veränderungen bringt. Wir können die Komplexität der Welt nicht dadurch reduzieren, dass wir sie ignorieren. Aber wir können Zusammenhänge aufzeigen. Und wir können Lösungen anbieten, die der Komplexität gerecht werden. Ich bin überzeugt, wenn die Politik Ernsthaftigkeit demonstriert in ihren Antworten und echte Wirkungen zum Maßstab macht, dann entsteht auch wieder Vertrauen in die Lösungsfähigkeit des Staates. Ohne dieses Vertrauen wird keine Transformation möglich sein. Das klingt abstrakt, aber ich werde konkreter versprochen. Lassen Sie mich beginnen mit einer Schilderung dessen, was ich als Ausgangslage für die große Transformation verstehe. Die weltweite Verbrennung fossiler Energieträger hat die Treibhausgase in der Atmosphäre auf ein beispielloses Niveau getrieben. Ich nehme an, heute Morgen hat man davon berichtet. 15 der 16 heißesten Jahre seit Beginn der Klimaaufzeichnungen liegen im 21. Jahrhundert. Und während wir bei jeder Schneeflocke im November Witze darüber machen, dass das mit dem Klimawandel ja so ernst nicht sein könnte, bedroht die globale Erwärmung schon heute diejenigen am meisten, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Sei es die Nomaden der Sahelzone, die Bewohner der Pazifikinseln oder die Bauern in den Anden. Wir werden die Folgen spätestens dann direkt zu spüren bekommen, wenn sich diese Menschen als Klimaflüchtlinge auf den Weg machen.
Die Vereinten Nationen schätzen ihre Zahl in den nächsten 30 Jahren auf bis zu 200 Millionen, sollte das 2-Grad-Ziel nicht erreicht werden. Und während man einen Flüchtling auch wieder zurückschicken kann, fragt sich nur, wohin, wenn seine Heimat dann unter dem Meeresspiegel liegt, sind die meisten ökologischen Folgen der Erderwärmung irreversibel. Unser Ökosystem ist eben nicht wie die Zimmerpflanze im Wohnzimmer, von der man sich einfach eine neue kaufen kann, wenn sie eingeht. Wir nähern uns in vielen Bereichen gefährlichen Kipppunkten, die, einmal überschritten, zu abrupten und unumkehrbaren Veränderungen im Erdsystem führen können. Sei es das Abschmelzen des Grönlandeises, der Hitzekollaps, tropischer Korallenriffe oder die Destabilisierung des indischen Monsuns. Die Folgen für die Menschen wären schwer vorhersehbar und kaum zu kontrollieren. Das macht die Herausforderung der Bekämpfung des Klimawandels so einzigartig, dass sie konkrete zeitliche Anforderungen an die Klimapolitik stellt und damit eine ganz neue Qualität von Politik erfordert, die sich auch an Terminen messen lassen muss. Mit dem Klima kann man um keinen Aufschub verhandeln. Die in der Politik so beliebte Methode des Zeitkaufens stößt hier an ihre Grenzen. Und ich komme später noch einmal darauf zurück. Es ist aber vor allem noch ein anderer Faktor, der zeigt, dass die ökologische Krise eine Politik in neuen Dimensionen verlangt. Das ist das globale Bevölkerungswachstum und die immer noch extreme Armut, in der über 1 Milliarde Menschen leben auf unserem Planeten. Die Dekarbonisierung des Wirtschaftsmodells der Industriestaaten wäre als Aufgabe ja schon schwer genug. Wir müssen aber gleichzeitig massives Wirtschaftswachstum in den armen Ländern ermöglichen. Dort werden Krankenhäuser, Schulen, Straßen, Energienetze, Dienstleister, Industriebetriebe gebraucht, um den Menschen Bildung, Arbeit, Einkommen zu geben, also die Perspektive auf ein Leben in Würde. In welcher materiellen Substanz aber soll sich dieses Wachstum nähren, wenn wir doch schon jetzt an die ökologischen Grenzen unseres Planeten stoßen? Ich stelle diese Frage, weil ich mir ehrlich gesagt nicht immer ganz sicher bin, ob wir angesichts der Leichtigkeit, mit der uns allen die Nachhaltigkeitsrhetorik mittlerweile von den Lippen geht, die gigantische Dimension dieser Herausforderung begriffen haben, begreifen wollen. Erst wenn wir eine Perspektive auf den Globus als Ganzen einnehmen und auch die Armuts- und Umweltfrage gemeinsam betrachten, bekommen wir eine Ahnung dessen, was uns bevorsteht, was wir zu bewältigen haben. Die größte Herausforderung der Menschheit im 21. Jahrhundert ist es, allen Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen, ohne dabei unseren Planeten zu zerstören. Das kann und wird nicht mit dem jetzigen Wohlstands- und Wachstumsmodell der Industrieländer gelingen. Das sage ich als Ökonom. Wenn alle Menschen so produzieren und konsumieren würden wie die Europäer und Amerikaner, Sie haben es schon gesagt, dann bräuchten wir 3 oder vielleicht 4 Planeten in Reserve. Die haben wir aber nicht. Und die Antwort kann auch nicht lauten, dann sollen die anderen es halt anders machen. Das wäre dann die Definition von unmoralisch. Der von mir sehr geschätzte Philosoph Vittorio Hösle, ein Deutsch-Amerikaner, hat einmal geschrieben, ich zitiere das, da die Universalisierbarkeit das Prinzip der modernen Ethik ist, besagt die Einsicht, dass unser Lebensstil nicht universalisierbar ist, nach den eigenen Maßstäben der Moderne nichts anderes, als dass er unmoralisch ist. Noch einmal, da die Universalisierbarkeit das Prinzip der modernen Ethik ist, besagt die Einsicht,
dass unser Lebensstil nicht universalisierbar ist, nach den eigenen Maßstäben der Moderne nichts anderes, als dass er unmoralisch ist. Ende des Zitats. Ich musste daran denken, meine Damen und Herren, als ich vor ein paar Monaten in Sambia auf der Jahrestagung der Afrikanischen Entwicklungsbank war. Da habe ich gelernt, dass Deutschland als Anteilseigner der Bank die Finanzierung eines neuen Kohlekraftwerks in Südafrika ablehnt. Klimapolitisch sicherlich eine nachvollziehbare Entscheidung. Aber mir sagten die afrikanischen Präsidenten auch, Dear Brother, zu mir, wir wissen genau, dass ihr in Deutschland immer noch an der Kohle hängt, wegen der Arbeitsplätze. Und jetzt wollt ihr uns erzählen, wir müssen darauf verzichten? Wie sollen sich denn ohne eine stabile Energieversorgung Industriebetriebe ansiedeln? Braucht unsere Jugend denn keine Arbeitsplätze? So meine afrikanischen Gesprächspartner. Meine Damen und Herren, ich werde mich davor hüten, natürlich beim Jubiläum der DBU für neue Kohlekraftwerke in Afrika zu werben. Ja, denn es gibt ja Alternativen. Aber die Alternativen gibt es doch auch bei uns. Und darauf will ich hinaus. Und darauf will ich hinaus, wenn wir die extreme Armut beenden wollen und wenn wir dabei den Planeten nicht zerstören wollen, ist eine neue große Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft unvermeidlich. Und diese Transformation muss zuallererst bei uns in den Industrieländern stattfinden. Das ist keine kleine Verantwortung, aber der Vorteil, den wir bisher aus der ungleichen und ja, ungerechten Verteilung der natürlichen Ressourcen gezogen haben, der war auch alles andere als klein. Und so muss die Transformation jetzt vor allem hier bei uns verändern, wie wir Energie produzieren und verbrauchen, wie wir uns fortbewegen, wie wir uns ernähren. Dieser grundlegende Wandel wird uns einiges abverlangen. Aber vor allem bietet er uns auch neue Chancen. Wer über die Großaufgabe der Transformation zu Nachhaltigkeit spricht, muss dies auch im Kontext einer zweiten großen Veränderungswelle tun, nämlich der digitalen Revolution, also den gigantischen und rasend schnellen Fortschritten in der Robotik und der Kommunikationstechnologie. Ich kann aus Zeitgründen heute Abend nicht auf diesen Aspekt eingehen, doch es ist wichtig zu erkennen, beide, die große Transformation und die digitale Revolution, werden dieses Jahrhundert grundlegend prägen. Sie können beide voneinander profitieren. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass ihre Gleichzeitigkeit die Veränderungsbereitschaft von Wirtschaft und Gesellschaft auf eine harte Probe stellt. Und die Politiker hier im Raum wissen davon, wie hart das ist. Ich werde im zweiten Teil meiner Rede auf einige Schwierigkeiten, Dilemmata und auch einige mögliche Lösungsbeiträge eingehen, die ich für die ökologische Transformation sehe. Zunächst aber ein Blick auf etwas, was mich froh stimmt. Aus der Welt der internationalen Politik sind wir ja in diesen Zeiten fast nur schlechte Nachrichten gewohnt. Da sollten wir uns nicht schämen, an den wenigen guten Nachrichten unsere Hoffnung zu wärmen, wie kalte Finger an einem winterlichen Lagerfeuer. Ich will die Metapher jetzt nicht überdrehen, aber letztes Jahr gab es zwei solche Hoffnungsfeuer und wir sollten verdammt noch mal schauen, dass sie weiterbrennen. Ich spreche von der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und dem Pariser Klimavertrag. Das Zustandekommen beider Abkommen ist selbst schon ein kleines Wunder, muss ich Ihnen sagen. Sie zeigen, dass trotz aller Unterschiede und selbst inmitten von großen internationalen Konflikten Begegnung,
Dialog und Zusammenarbeit möglich ist. Übrigens, da hat die Zivilgesellschaft einen großen Beitrag dazu geleistet. Ich sehe die Agenda 2030 und das Paris-Abkommen als strategische Antithese zur gegenwärtigen Stimmung des Rückzugs ins Nationale, der Spaltungen und des Verfalls im Grunde. Ich sehe beide auch als Zeichen, dass die Vereinten Nationen nicht irrelevant geworden sind, sondern dass wir sie mehr denn je brauchen. Mir macht das Hoffnung. Vor allem macht mir aber auch Hoffnung, dass die nachhaltigen Entwicklungsziele und Paris in ihrem Inhalt einen wertvollen Konsens beschreiben. Eine Übereinkunft der Staatengemeinschaft, dass wir die erste Generation sein wollen, sein könnten, die die extreme Armut beendet und die letzte Generation, die vom Klimawandel bedroht ist. Das ist eine Ansage, eine ehrgeizige, aber es ist eine. Die Agenda 2030 und ihre Ziele versuchen sich an eben jener Quadratur des Kreises, die ich beschrieben habe, nämlich die ökonomische, ökologische und soziale Dimension von Entwicklung gemeinsam zu betrachten. Und im Gegensatz zu den vorhergehenden Millenniumsentwicklungszielen sind die nachhaltigen Entwicklungsziele, die Sustainable Development Goals, SDGs, eben kein Reformprogramm für Entwicklungsländer, sondern eine Transformationsagenda für alle Staaten. All das finde ich ehrgeizig und es war überfällig und das macht mir aber trotzdem Hoffnung. Meine Damen und Herren, ich gebe gerne zu, natürlich bekomme ich bei den 17 Zielen und 169 Unterzielen auch Kopfschmerzen. Und natürlich sind gerade die SDGs juristisch gesehen nicht viel mehr als eine Absichtserklärung. Und ja, wenn man sich den Zielkatalog mal genauer anschaut, dann findet man auch dort so manchen Zielkonflikt und auch einen wenig reflektierten Wachstumsbegriff. Aber die Agenda 2030 und das Pariser Klimaabkommen geben doch gemeinsam einen Rahmen für die große Transformation vor. Sie sind kein globaler Masterplan, aber ein Kompass. Und dass man sich auf diesen Kompass einigen konnte, das sollten wir in seiner Signalwirkung nicht unterschätzen. Jetzt kann keiner mehr behaupten, er wisse nicht, in welche Richtung die Reise gehen soll. Meine Damen und Herren, auch Deutschland hat die Agenda 2030 und den Pariser Klimavertrag unterschrieben und ordnet damit die eigene Politik in diesen ehrgeizigen internationalen Referenzrahmen ein. Wenn ich in der Welt unterwegs bin, dann höre ich oft viel Respekt für die deutsche Nachhaltigkeitspolitik, Frau Staatssekretärin, und das sollen wir ruhig genießen. Das Flaggschiff Energiewende wird im Ausland oft mit Bewunderung verfolgt, wenn es auch nicht selten eine skeptische Bewunderung ist. Und es blieb auch nicht unbemerkt, dass Deutschland im Juli beim High-Level Political Forum, das die Umsetzung der Agenda 2030 beobachten soll, zu den Pilotländern gehörte, die erstmals über ihren Umsetzungsstand berichteten. Bei der Klimakonferenz in Marrakesch vor 2 Wochen war Deutschland eines von nur 4 Ländern, die überhaupt einen halbwegs konkreten Zeitplan hinterlegt haben, wie die Klimaziele bis zum Jahr 2050 erreicht werden sollen. Das will ich nicht kleinreden. Ich will auch nicht kleinreden, und Sie haben davon berichtet, Frau Staatssekretärin, dass das Bundeskabinett in Kürze eine komplett überarbeitete Nachhaltigkeitsstrategie verabschieden wird. Und das ist mehr, als wir bisher hatten, in jedem Fall. Aber ist es auch genug? Und reicht es uns, im internationalen Vergleich ganz gut dazustehen, so nach dem Motto, unter den Blinden ist der Einäugige König? Bevor Sie jetzt sagen, meine Damen und Herren, dem Köhler kann man es aber auch nie recht machen, es geht nicht darum,
die Transformation in Deutschland an meinen, Köhlers Ansprüchen und Erwartungen zu messen. Es geht darum, die Transformation an den Maßstäben zu messen, welche die Realität des Klimawandels selbst uns stellt. Und da darf man sich schon fragen, ist das notwendige Ausmaß und das notwendige Tempo des Wandels schon erkannt? Ich möchte Ihnen zwei Beispiele nennen, die mich in letzter Zeit doch nachdenklich machen. Das erste Beispiel ist unser Klimaschutzplan selbst. Für den interessierten Zeitungsleser war der Entstehungsprozess eher schmerzhaft zu beobachten, wie da ein beachtlicher Ehrgeiz der Umweltministerin des Hauses in den Mühlen der Ressortabstimmung so geschliffen wurde, bis am Ende nur noch ein Plan übrig blieb, der nicht mehr ehrgeizig, sondern nur noch geizig ist. Geizig an politischem Mut und echter Innovationskraft. Der Plan listet auf, in welcher Branche bis wann wie viel CO2-Einsparungen erreicht werden müssen, aber er hält sich bei der Benennung des dafür notwendigen Wandlungsbedarfs zurück. Das wissen ja alle im Grunde, dass die Ziele nicht zu erreichen sind, ohne den Abschied vom Verbrennungsmotor, ohne den Kohleausstieg, ohne eine Reduktion des Fleischkonsums, ohne eine ökologische Weiterführung der Steuerreform. Es wissen ja alle, dass bestimmte Transformationsaufgaben nicht mit inkrementellen Verbesserungen, sondern nur mit einem klaren Richtungswechsel zu schaffen sind. Und dennoch druckst man herum, anstatt sich ehrlich zu machen. Dennoch wird aufgeschoben, anstatt angepackt. Was läuft da schief? Warum fällt es der Politik so schwer, das doch vorhandene Wissen in Handeln zu übersetzen? Ein zweites Beispiel ist die deutsche Automobilindustrie. Die ist ja derzeit ein wenig zerknirscht, ob des Abgasskandals und der schleichenden Erkenntnis, dass man etwa in der Elektromobilität den Innovationswettbewerb verschlafen hat. Die Frage stellt sich, warum schlich und schluchte diese Erkenntnis so sehr, anstatt zu galoppieren? Es gab Zeiten, da hat man als Bundespräsident böse Briefe von Lobbyisten bekommen, wenn man öffentlich kritische Fragen zur Zukunft der deutschen Automobilbranche gestellt hat. Dabei musste seit mindestens einem Jahrzehnt zum Beispiel für jeden China-Reisenden klar werden, dass die muntere Verkaufsparty dicker Autos auf dem gigantischen chinesischen Markt, welche die Euphorie der Autohersteller über das eigene Produkt so antrieb, irgendwann ihr Ende finden würde. Mit jedem Chinesen mehr, der auf offener Straße eine Schutzmaske trug, wurde die Problematik des Modells Verbrennungsmotor deutlicher. Als ich 2007 auf Staatsbesuch in China war, da nahm mich nach einem Termin an der Tongji-Universität der Uni-Präsident auf die Seite und flüsterte mir zu, er wolle mir etwas zeigen. 2007. Er führte mich auf einen kleinen Hinterhof, auf dem ein VW Jetta stand. Der VW war vollgepackt mit Batterien. 2007. Ich stand vor einem Experiment, das den chinesischen Traum von abgasfreier Mobilität befeuerte. Und der Uni-Präsident trat übrigens noch im selben Jahr seinen Dienst als Forschungsminister an, Herr Wangang, und ist es bis heute und ist ehrgeizig auf diesem Sektor der Entwicklung. Während die Chinesen an Innovationen tüftelten und deutliche staatliche Vorgaben für den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor vorbereiteten, bastelten einige deutsche Autobauer an innovativen Manipulationssoftwares und setzten
und setzten sich mit aller Kraft dafür ein, die staatlichen Umweltvorgaben zu verbessern. Zuletzt mit Erfolg offensichtlich 2013 in Brüssel, wo bei der Festlegung der CO2-Grenzwerte für Pkw noch ein bisschen mehr Zeit und ein paar Gramm CO2 mehr herausgeschunden wurden. Das fällt uns auf die Füße. Auch hier wieder die Frage, was läuft da schief? Warum fällt es so schwer, Wissen in Handeln zu übersetzen? Ich möchte zwei Spannungsfelder schildern, die uns vielleicht der Antwort auf diese Frage etwas näher bringen. Meine Damen und Herren, die menschliche Existenz ist voller Widersprüche. Wir Menschen können lieben und hassen zugleich. Wir Menschen wissen oft, was richtig wäre und tun doch das Falsche. In der Politik spiegeln sich diese Grundbedingungen des Menschseins wider, denn sie ist ja nichts anderes, die Politik, als die Kollektivierung all der widersprüchlichen Bedürfnisse und Hoffnungen und Ängste, die jeder von uns in sich trägt. Demokratische Politik ist der Versuch, die Abermillionen Interessen, die es in einer Gesellschaft gibt, unter einen Hut zu bringen. Politik ist Interessensausgleich. Was nun die Transformation aber so schwierig macht, das ist die Tatsache, dass wir diesen Interessensausgleich nicht mehr nur mit Blick auf unser eigenes Land organisieren müssen, sondern dass wir die räumliche und auch die zeitliche Perspektive ausdehnen müssen. Politik im interdependenten 21. Jahrhundert heißt, die künftigen Generationen ebenso zu berücksichtigen wie die anderen Erdteile, die Menschen in den anderen Erdteilen. Anders ausgedrückt, unsere Demokratie hat Begrenzungen in Raum und Zeit, aber die Lösungen, welche die Demokratie produzieren soll, müssen genau diese Grenzen transzendieren. Das ist der Kern des Dilemmas, das echte transformative Politik so herausfordernd macht. Das wird besonders deutlich im Verhältnis zwischen der Kurzfristigkeit und Langfristigkeit unserer Entscheidungen. Unser demokratisches System ist klaren Zeithorizonten unterworfen. Alle 4 Jahre gibt es eine Bundestagswahl, die ein Parlament und eine Regierung auf Zeit legitimiert, dass jeder Abgeordnete seine Entscheidung so trifft, dass er möglichst bei der nächsten Wahl wieder das Vertrauen der Wähler erhält. Das ist nichts Verwerfliches, sondern die Legitimationsgrundlage des Systems. Wir legitimieren damit aber die Politik zu einem Zeitpunkt, zu der ihre langfristigen Auswirkungen noch gar nicht zum Tragen gekommen sind, weder im Guten noch im Schlechten. Deshalb verführt unser System dazu, wie ich es sehe, die bequemen, kurzfristigen Lösungen den unbequemen, langfristigen Lösungen vorzuziehen. Das macht zum Beispiel den Kohleausstieg so schwierig. Und so muss jede Generation mit den Folgen der Politik der Vorgängergeneration leben, obwohl sie daran nicht beteiligt waren. Dieses Dilemma lässt sich nicht einfach auflösen. Wir können nicht die demokratische Mehrheit der Gegenwart im Namen der Zukunft übertrumpfen. Das wäre dann die Ökodiktatur. Aber wir brauchen ein neues Bewusstsein für die langfristigen Folgen von Politik, die im Anthropozän eben teilweise irreversibel sind. Hans Jonas hat das schon 1979 mit seinem Prinzip Verantwortung auf den Punkt gebracht. Ich zitiere das. Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Mit der Permanenz echten Lebens auf Erden. Hans Jonas, 1979. Wenn ich darüber nachdenke, wie wir dieses Prinzip in unserer Demokratie noch systematischer stärken können, wie wir die politische Ökonomie zugunsten der Transformation verändern können, dann fällt mir vor allem die junge Generation ein.
Ich glaube, wir sollten Fragen von Nachhaltigkeit, aber auch von politischer Beteiligung noch viel stärkere Aufmerksamkeit geben in den Bildungsprozessen. Und ich finde, dass unserem Land ein allgemeines Wahlalter ab 16 Jahren hier guttun würde. Eine vorausschauende, weitsichtige Politik ist nicht nur eine moralische Frage, sondern auch eine ökonomische natürlich. Das überlange Festhalten an der Kohle hat uns politisch und finanziell schon gigantische Kosten verursacht. Im Automobilsektor könnten solche Lernkosten noch einmal größer ausfallen. Je länger man sich vor bestimmten Anpassungsprozessen drückt, desto härter und teurer wird die Anpassung, wenn sie dann irgendwann unausweichlich ist. Und das ist auch der Grund, meine Damen und Herren, weshalb ich das beliebte Argumentieren mit Arbeitsplätzen, das etwa bei den Brüsseler Interventionen vorgeschoben wird, für doch unredlich halte. Ja, rund 800.000 Jobs hängen derzeit in Deutschland direkt an der Autoproduktion. Und ja, jeder dauerhafte Verlust eines solchen Arbeitsplatzes ist schmerzhaft für den Einzelnen und die Gesellschaft. Aber das kann doch keine Ausrede dafür sein, den notwendigen Strukturwandel immer wieder hinauszuschieben, mit allen Möglichkeiten der Einflussnahme. Im Gegenteil. Das beschreibt doch gerade die Verantwortung, Jobs durch frühzeitige Innovationen zu sichern und nicht dadurch zu gefährden, dass man die Augen vor der unbequemen Realität verschließt. Und die Realität heißt, meine Damen und Herren, dass die Dekarbonisierung der Wirtschaft kommen wird. Jetzt scheint in der Autobranche endlich ein Umdenken einzusetzen. Ich werde jetzt doch wieder ein bisschen friedlicher, dass sich die deutschen Autobauer etwa jüngst dazu entschlossen hat, europaweit für die nötige Ladeinfrastruktur für Elektroautos zu sorgen, kann man als positives Zeichen deuten. Der Kampf um die Jobs und Gewinne von heute darf jedenfalls den Kampf um die Jobs und Gewinne von morgen nicht lähmen. Die Schwierigkeit, kurzfristige Gewinne mit der langfristigen Sicherung der Geschäftsgrundlage in Einklang zu bringen, ist Grundkonstante jedes verantwortungsvoll geführten Unternehmens in einer Marktwirtschaft. Diese Spannung wird es weiterhin geben. Aber ich glaube auch, dass wir zu einem neuen Verhältnis zwischen Markt und Staat kommen müssen. Dieses Verhältnis ist das zweite Spannungsfeld, über das ich sprechen möchte. Markt und Staat, das ist ja bei uns in Deutschland ein recht ideologisch aufgeladenes Thema, voller Zerr- und Idealbilder. Für die einen richtet der Markt alles, für die anderen geht ohne staatliche Lenkung gar nichts oder alles schief. Die einen wittern in jedem staatlichen Eingriff gleich die Ökodiktatur, die anderen unterstellen jedem Privatunternehmen gleich, es schädige mit seinen Profitinteressen der Gemeinschaft. Dabei lenken diese ritualisierten Gegenüberstellungen nur ab. Natürlich brauchen wir Markt und Staat, damit die Transformation gelingt. Der Markt schafft Innovationen im Wettbewerb der Ideen und auch mit kreativer Zerstörung. Wenn man die Liste der Preisträger des Umweltpreises der DBU durchgeht, findet man übrigens viele gute Beispiele für dieses Potenzial des Marktes, ökologische Innovationen hervorzubringen. Aber der Markt richtet eben nicht alles von alleine zum Guten. Die unsichtbare Hand kann nur unter bestimmten Bedingungen funktionieren, denen der Staat Geltung verschaffen muss. Zu diesen Bedingungen gehören der freie Wettbewerb und Preise, die die Wahrheit sagen. Also die tatsächlichen Kosten eines Produktes widerspiegeln. Und an dieser Stelle lügt sich der freie Markt derzeit ganz schön in die eigene Tasche.
Denn wir leben ja in einer globalen Externalisierungsökonomie, die die wahren sozialen und ökologischen Kosten von Produktion auf andere Erdteile und zukünftige Generationen auslagert. Mit freiem Wettbewerb hat das wenig zu tun, weil jene, die aus Eigenverantwortung dann doch versuchen, die echten Kosten einzupreisen, im Wettbewerb viel schwerer mithalten können und quasi auf nachhaltigkeitsbewusste Konsumenten angewiesen sind. Deshalb ist die globale Erwärmung das größte Marktversagen in der Geschichte der Menschheit. Weil der Ausstoß von Kohlendioxid noch immer weitgehend gratis ist, geht die CO2-Party in absoluten Zahlen unvermindert weiter. Schließlich werden die Folgekosten des Klimawandels von der Allgemeinheit übernommen werden müssen. Und da würde sich der geistige Vater der Marktwirtschaft, Adam Smith, im Grabe umdrehen eigentlich. Wir brauchen deshalb jetzt endlich einen wirksamen Preis auf CO2. Und zwar entweder durch eine ausgewiesene Steuer oder einen Emissionshandel, der funktioniert. Erst dann würden diejenigen Unternehmen belohnt, die sich langfristig auf eine dekarbonisierte Wirtschaft einstellen. Ein echter weltweiter CO2-Preis würde ein globales Wettrennen auslösen in den Laboren und Denkfabriken der Unternehmen und Universitäten, um die besten Lösungen für eine klimaneutrale Ökonomie zu entwickeln. Und das brauchen wir. Und ein solches langfristiges Preissignal kann eben nur am Ende der Staat setzen. In der Spannung zwischen unternehmerischer Freiheit und staatlicher Regulierung wird immer ein Ringen um die richtige Balance nötig sein. Aber unter den Bedingungen der Transformation sollte der Staat seinen Minderwertigkeitskomplex gegenüber dem Markt ablegen. Das sage ich als in die Wolle gefärbter Marktwirtschaftler. Kluge. Kluge und klare Ordnungspolitik blockiert Innovationen nicht, sondern ermöglicht sie überhaupt erst. Dazu muss Ordnungspolitik die Richtung und den Rahmen setzen, für Wettbewerb und Kostenwahrheit sorgen und damit langfristige Signale an die Wirtschaft senden. In die konkrete Ausgestaltung der technischen Lösung sollte sich der Staat dann nicht mehr einmischen. In diesem Spannungsfeld zwischen ordnungspolitischer Stabilität einerseits und Wandel durch unternehmerische Freiheit andererseits kann der Suchprozess Transformation eben gelingen, besser gelingen. Meine Damen und Herren, es gibt keine Veränderungen ohne Widersprüche, ohne Konflikte. Aber ich bin fest davon überzeugt, wenn diese Konflikte auf den Tisch gebracht werden, kenntlich gemacht werden, die Komplexität nicht verschwiegen wird, dann verliert Politik nicht an Glaubwürdigkeit, sondern gewinnt sie. So könnte uns die Transformation auch wieder neues Vertrauen lehren. Vertrauen in die Lösungsfähigkeit unseres Staates und die Zukunftsfähigkeit unserer sozialen Marktwirtschaft. Das brauchen wir dringend, neues Vertrauen. Ich glaube fest daran, dass nicht Planwirtschaft und Autoritarismus, sondern Marktwirtschaft und Demokratie die besseren Systeme für die Umsetzung der Transformation sind. Weil sie die nötige Kreativität freisetzen, weil sie auch einen Lernprozess als Trial and Error zulassen, weil sie der Tatsache Rechnung tragen können, dass es keinen Masterplan gibt für die Transformation, sondern unzählige dezentrale Transformationen, die von unten wachsen müssen und sich in der langen Frist zu einem Gesamtbild fügen. Und ich glaube fest daran, dass demokratische Politik mehr ist als die Summe aller Einzelinteressen. Was jeden von uns als Individuen überfordern würde, das muss und kann Politik erreichen, nämlich im Dickicht der Widersprüche und Dilemmata einen Weg zu bahnen, zu suchen und zu bahnen in eine Welt, die allen Menschen ein Leben in Würde ermöglicht, ohne die Zukunft des Planeten aufs Spiel zu setzen. Dieser Weg wird neue Gewinner und neue Verlierer produzieren. Das ist das Wesen jeder echten Veränderung.
Aber wir haben es in der Hand, wie wir damit umgehen. Und ja, angesichts des technologischen Wandels und auch der Automatisierung vorhersehbarer Arbeit werden wir auch ganz neu über Verteilungspolitik nachdenken müssen und darüber, ob Lohnarbeit die einzige Möglichkeit bleiben kann, Menschen an der Gesellschaft zu beteiligen. Das ist nur eine der vielen ungelösten Fragen, mit denen uns die Transformation konfrontiert. Aber es ist, wie alle anderen auch, eine grundsätzlich lösbare Frage, meine Damen und Herren. Ihre Lösung erfordert nicht zuletzt politischen Mut. Und in Ihrer Lösung liegen ungeahnte Chancen, aus meiner Sicht, wie ich das sehe, für ein neues Miteinander. Und das ist mein letzter Punkt für heute. Ich glaube, wir dürfen die große Transformation nicht als Gruselgeschichte erzählen, sondern als Hoffnungsgeschichte. Bei allen Unbehagen über diese neue Welt sind in unseren Gesellschaften ja auch Neugier und ein enormer Hunger auf Veränderung zu spüren. Viele Menschen merken und wissen, dass es so wie bisher eigentlich nicht weitergehen kann. Dass die ungelösten Widersprüche unserer Wirtschaftsweise das System an seine Grenzen bringen. Die große Transformation kann Hoffnung und Richtung geben in einer orientierungslosen Zeit. Es ist möglich, so lautet die Geschichte, unseren Wohlstand zu erhalten, unseren Gesellschaften neuen Sinn einzuhauchen, wenn wir den Wandel selbst gestalten und ihm nicht ausweichen oder ständig nur hinterherlaufen. Es ist möglich, in Würde so zu leben, dass mein Lebensstil auch Menschen in anderen Erdteilen und auch meinen Enkelkindern ein Leben in Würde erlaubt. Alle Menschen tragen die Sehnsucht nach einer friedlichen Welt in sich und alle Menschen brauchen saubere Luft zum Atmen. Damit ist das Grundprinzip der großen Transformation, nämlich der Respekt vor der Interdependenz und Permanenz menschlichen Lebens auf diesem Planeten, schon in unserem Menschsein angelegt. Nie war es wichtiger als heute, daran zu erinnern. Und deshalb sage ich heute Abend gerade an diejenigen hier gerichtet, die seit Jahren und Jahrzehnten für globale Zusammenarbeit und den Schutz der Umwelt kämpfen. Lassen Sie sich jetzt nicht kirre machen. Lassen Sie sich die Relevanz Ihrer Aufgabe nicht kleinreden. Sagen Sie mit Mut und auch mit Stolz, dass Sie nicht trotz, sondern gerade wegen all der Krisen an dieser Transformation arbeiten. Denn die große Transformation ist ja nicht die Ursache, sondern die Antwort auf das Unbehagen vieler Menschen. Wagen Sie es aber auch, sich dort in Frage zu stellen, wo es zu gemütlich geworden ist, gehen Sie raus aus den Silos Ihrer Fachlichkeiten und Communities. Gehen Sie auf jene zu, die eine andere Perspektive auf die Welt haben. Reden Sie auch mit jenen, die mit Ihnen nichts anfangen können und mit jenen, die Angst vor Veränderung haben. Hören Sie ihnen zu. Und dann erzählen Sie ihnen eine Hoffnungsgeschichte. Ich danke Ihnen. Applaus, der Bundespräsident AD Dr. Horst Köhler. Vielen, vielen Dank.
Ich hätte auch noch eine kleine Wunschvorstellung. Könnten Sie nicht noch mal so einen Kaffeeklatsch einberufen mit Donald Trump und Frauke Petri und da noch mal die Hoffnungsgeschichte erzählen? Vielleicht bewirkt das ja auch was. Ja, um die Nachhaltigkeit der Worte Dr. Köhlers noch ein wenig zu erhöhen, kommt jetzt nicht der nächste Sprechbeitrag, sondern noch einmal Musik. Den Auftakt macht It Don't Means a Thing von Duke Ellington und anschließend Take Five im Original von Dave Brubeck. Und dieses Lied hat übrigens bei der Eröffnung 1960 galt es auch als wahnsinnig innovativ. Knickknack, der rote Faden des heutigen Abends. Hier ist noch einmal das Quartett Schmitz Curvi Obbligato. Wir freuen uns auf euch.
Ricardo, thank you so much. Ja, meine Damen und Herren, und statt Take 5 heißt es jetzt Take 4. Wir blicken auf den Nachmittag zurück, an dem in 4 Workshops ja richtig hart gearbeitet wurde. Und jetzt wollen wir uns die Ergebnisse anschauen. Die Moderatoren und Themenpaten der jeweiligen Gruppen werden gleich zu uns kommen und ihre Ergebnisse präsentieren. Und Sie müssen nichts mitschreiben. Es wird alles, also die Dokumentation der Workshops und auch der kompletten Veranstaltung, werden natürlich ASAP online gestellt. Wir sind ja modern. Also, wir starten mit den Ergebnissen des Workshops Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Ich bitte jetzt auf die Bühne die Themenpatin Dr. Antje von Dewitz, Geschäftsführerin des in Nachhaltigkeitsfragen engagierte Unternehmen VD und Mitglied im Kuratorium der DBU, sowie den Moderator Dr. Lars Berger, ehemaliger DBU-Stipendiat, Agrarökonom und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundesamt für Naturschutz. Kommen Sie bitte auf die Bühne. Hallo, schön, dass Sie da sind. Weil ich gerade gesagt habe, weil wir ja so total modern sind, muss ich noch mal sagen, Sie haben mich ja wirklich ernst genommen. Sie haben ja gepostet wie nichts Gutes. Wir sind mit dem Hashtag DBU25 auf Platz 1 im Tweet-Ranking gewesen. Nur so viel dazu. Was es nicht alles gibt. Genau, jetzt muss ich mal einmal mich hier kurz sortieren. Also natürlich möchte ich zuerst wissen, das sind Ihre Mikrofone, welche zentralen Inhalte wurden debattiert und diskutiert? Also es war ein reges Interesse in unserem Workshop. Es hatten sich am Anfang 13 verschiedene Fragestellungen gebildet. 10 davon wurden ausgiebig diskutiert und es war ein breites Spektrum von Abwasser über Energieeinspareffizienz, über Wirtschaftssysteme, Kommunikation, Labeling, ganz breites Spektrum. Aber wenn man sich es im Kern angeschaut hat, dann fand ich ganz interessant, dass von diesen 10 Workshops 80 mit der Frage beschäftigt haben, wie kann diese Transformation eigentlich gelingen? Also es ging weniger um Innovation an sich, als vielmehr um die Hebel, wie kann ich Verhalten von Konsumenten beeinflussen, wie kann ich über Wirtschaftssystem Verhalten von Unternehmen beeinflussen, wie kann ich KMUs in die Richtung bringen, wie kann ich Social Entrepreneurship unterstützen und bestärken. Also jeder hat eigentlich sich die große Frage gestellt, wie kann diese Transformation gelingen? Und gab es denn dafür Ansätze? Das Spannende war, dass die Teilnehmer vor allem auch über die technischen Innovationen hinausgegangen sind, also das Ganze durchaus im Kontext gesehen haben, dass es nicht nur darum ging, effizientere Motoren oder effizientere Techniken zu implementieren, sondern dass wir uns als Nutzer und auch als Mitglieder dieser Gesellschaft damit auseinandersetzen müssen, wie wir diese Innovationen umsetzen können und wie wir die weiter zur Zielsetzung bringen können. Es gab dazu auch einen Tweet von Peter Jahns, der sagt, bei dem Forum der größte Fehler, Stichwort Nachhaltigkeit, in CSR-Abteilung auslagern. Sehen Sie das auch so? Ist das ein... Ja, das war meine These. So. Peter Jahns. Ist es ein Unternehmensführungsthema und darf nicht ausgelagert werden. Okay. Welche Impulse können denn jetzt der DBU für Ihre Arbeit aus Ihrem Workshop, was können Sie da mitgeben quasi auf dem Weg? Also ich glaube, dass für die DBU ganz spannend ist, die Frage nachzugehen, wie können wir noch stärker zur Transformation selbst beitragen? Also wie können wir nicht nur Innovationen fördern, sondern wie können wir als DBU selbst dazu beitragen, dass es breit getragen wird, dass es breit in die Masse kommt? Da bin ich auch schon ganz gespannt, das zu diskutieren. Okay, dann herzlichen Dank für diese ersten Einblicke. Schön, dass Sie hier sind. Und wir machen weiter. Applaus. Der zweite Workshop beschäftigte sich mit der Rolle der Wissenschaft im Kontext großer gesellschaftlicher Veränderungen. Die Ergebnisse stellen nun gemeinsam vor die Moderatorin und Umweltingenieurin Dr. Daya Markova als ehemalige DBU-Stipendiatin, zurzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Projektträger Jülich tätig, sowie der Themenpate Professor Dr. Garabit Antranikian, Umweltpreisträger des Jahres 2007. Hier sind Ihre Mikrofone, dann versteht man Sie auch. Ja, welche Kerninhalte waren bei Ihnen Thema? Natürlich, wir haben versucht, in 3 Stunden Probleme
der Gesellschaft zu lösen, hat das aber leider nicht geklappt. Aber floss der. Aber wir waren extrem kreativ, wirklich. Und dann natürlich die wichtigste Themen war die Rolle der Wissenschaft bei dieser Transformation. Und wir haben natürlich die Mitglieder festgestellt, dass diese Transformation kann nur frühzeitig beginnen, wenn zum Beispiel Wissenschaftler, Wirtschaftsleute, auch Politiker, aber auch Zivilgesellschaft zusammenarbeiten von Anfang an, weil es bringt gar nichts, wenn wir Technologien entwickeln und dann wird von der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert. Mhm. Deshalb, das waren wichtige Themen, wo wir gesagt haben, das ist wichtig für die Zukunft und diese Transformation kann nur stattfinden, wenn auch die Bildung auch total reformiert wird, weil es kann nicht sein, dass wir wie bisher Bachelor und Master haben und versuchen, nur durch klassische Methoden die Probleme zu lösen. Wir brauchen ein neues Typ an Wissenschaftler, an Ingenieure, die total anders denken, interdisziplinär und überlegen wegen Nachhaltigkeit und so weiter. Und deshalb finde ich, die Universitäten müssen sich reformieren und das ist extrem wichtig und ich hoffe, das wird geschehen, um diese Probleme lösen zu können. Wir haben tatsächlich ganz viel über Interdisziplinarität gesprochen und über die Wertschätzung der Interdisziplinarität und dann mussten wir feststellen, dass eigentlich das Anerkennungssystem für die wissenschaftliche Laufbahn für Interdisziplinarität nicht existiert. Mhm. Kann man denn jetzt, oder sagen wir so, welche Diskussionsverläufe wurden noch verdichtet? Was war so der Kern? Ja, die Frage war auch, wie können wir Transparenz schaffen in der Transformation, während dieser Transformation. Und die Frage ist, können wir das schaffen durch einfach Kommunikation? Und eine wichtige Antwort zu dieser Frage war, wieso können wir nicht in der Politik auch interdisziplinär sein? Das heißt, nicht nur eine Behörde oder bestimmte Ministerien, bestimmte jetzt, Projekte unterstützt, sondern mehrere Ministerien in Deutschland unterstützen bestimmte Projekte. Damit hat man auch Interdisziplinarität in der Politik. Mhm. Und das brauchen wir auch für die Hochschulen, auch für die Wirtschaft. Und gemeinsam, glaube ich, muss man das hinbekommen. Und welche Ansätze kann die DBU für ihre Zukunft nutzen? Die Teilnehmer haben zumindest diskutiert oder festgestellt, dass ein hoher Bedarf an Innovationen im Bereich Wissenschaftsmanagement besteht. Also in die Richtung könnte man gehen. Und auch haben vorgeschlagen, dass man möglichst zieloffene Projekte fördert, die dann den freien Raum für Innovationen, für die Gestaltung der Innovationen haben. Dann auch hier herzlichen Dank für die ersten Einblicke bei Ihnen. Vielen Dank, Dr. Daya Markova und Dr. Professor Garabet Antranikyan. Die Ergebnisse des Workshops 3, Bildung und Kommunikation, heute das Morgen gestalten, werden gemeinsam vorgestellt von Moderatorin Anne-Kathrin Hohlfelder, ehemalige DBU-Stipendiatin, jetzt Lehrerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni, sowie dem Themenpaten Robert Hennies, Ministerialrat beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit und dort Ansprechpartner für die DBU. Kommen Sie bitte auf die Bühne. So, mal gucken, wie ich jetzt hier mit meinem Tweet dastehe, der zu Ihrem Workshop gepostet wurde. Da heißt es, Robert Hennies, hohe Erwartungshaltung an Bildung in Sachen große Transformation. Ist das Bildungssystem dafür bereit? Oh, spannend zu hören. Dass ich das nur weitergeben muss. Wir haben tatsächlich ganz viel gesprochen über die hohe Erwartungshaltung an Bildung. Und Herr Köhler hat es eben ja auch genannt und der Antranikyan hat es auch sofort gebracht. Bildung hat scheinbar einen ganz großen Stellenwert oder eine ganz große Erwartungshaltung an Bildung im Kontext der großen Transformation. Und wenn dann Bildungsleute so zusammen sind, stellen sie fest, naja, ist vielleicht alles nicht so einfach und man darf Bildung tatsächlich auch nicht überfordern. Und so war es auch bei uns. Es gab viele Stimmen in dieser Hinsicht. Natürlich hat Bildung einen großen Stellenwert, aber Bildung ist auch immer widerständig und eigenständig und das ist auch gut so. Und man kann Bildung nicht einfach zum Reparaturbetrieb machen, auch das Wort viel. Was man machen kann, ist, man kann mit vielem, was nötig ist, andocken bei dem, was im Bildungssystem möglich ist, was auch an Freiheit schon da ist, an Freiheitsgraden. Und darum geht es dann auch. Es geht um Freiräume, es geht um Experimentierräume. Das war ein starkes Thema bei uns, die zu ermöglichen, die zu gestalten und dann einfach Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen Chancen zu geben, auch für all die Innovationen, die wir hier einfordern, die Kompetenzen zu erwerben und das auszuprobieren. Das ist alles andere als trivial, es geht aber man darf auch das Bildungssystem schlicht und einfach nicht überfordern, dann geht es in die Hose.
lapidar gesagt. Sie können gleich gerne ruhig ein bisschen näher, dann hört man Sie hier hinten auch besser. Um was erneut eigentlich? Okay. Welche Diskussionspunkte wurden denn vertieft? Also das, was Herr Hennies eben schon angesprochen hat, also dass Bildung tendenziell offen gedacht werden muss und als Prozess gedacht werden muss. Das mit den Freiräumen wurde auch sehr, also häufig diskutiert und letztlich auch Methoden, also dass man auf innovative Methoden setzen sollte, also auch sehr kreative Methoden einsetzen sollte und dass es ja aber letztlich auch immer Rahmenbedingungen und Persönlichkeiten braucht, die diese Bildung ausführen. Gibt es denn auch bei Ihnen Ansätze, die Sie der DBU für Ihre zukünftige Arbeit mitgeben könnten? Ja, da gab es ziemlich viele, sehr konkrete auch. Also es gab zwei Stränge, die diskutiert wurden, die man fördern könnte. Das eine waren die Förderung von Multiplikatoren, also beispielsweise in der Lehramtsausbildung, aber auch die Förderung von Vernetzung, denn es ist ja eigentlich sehr viel Expertise da. Und dass die sich irgendwie vernetzt und das interdisziplinäre Denken gefördert wird, war so das eine, was diskutiert wurde. Und dann wurden auch ganz konkret auch Vorschläge geäußert, wie man vielleicht mehr Menschen in eine Förderung integrieren kann, die sonst nicht so zu den normalen Antragstellern gehören. Also dadurch, dass man vielleicht mehr Menschen integriert bei einer Antragstellung und auch kürzere Projektlaufphasen, kleinere Projekte, vielleicht auch sehr viel mehr Innovatives fördert und Projekte, die noch so in the making sind, also nicht alles, was immer total fertig und durchdacht werden muss, um genau diese Freiräume eben zu ermöglichen. Denen auch Chancen genau zu geben. Dann vielen Dank für die Einblicke in Ihren Workshop. Und einen haben wir noch. Der vierte Workshop beschäftigte sich mit sozialen Innovationen als Schlüssel für die große Transformation. Zur Vorstellung der Ergebnisse bitte ich auf die Bühne die Themenpatin Dr. Inge Pauline. Pauline, Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen und die Moderatorin Dr. Melanie Müller, ehemalige DBU-Stipendiatin, Politikwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FU Berlin. So, sind die Mikrofone? Ja, was mich interessiert natürlich, was bei Ihnen heiß diskutiert wurde. Wir hatten eine sehr intensive Diskussionsrunde. Als Moderatorin hatte ich manchmal richtig Schwierigkeiten, unsere Workshops wieder auseinanderzureißen. Wir haben uns eben sehr stark mit der Notwendigkeit gesellschaftlicher Veränderungsprozesse beschäftigt. Und ich würde sagen, ein zentraler Aspekt ist, dass klar wurde, der Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft braucht die Menschen und braucht unterschiedliche Akteure auch. Wir haben das dann in drei Workshops vertieft, nachdem wir viele Themen diskutiert haben, uns auf die Aspekte Wirtschaft, Konsum und auch nochmal ganz wichtig die Frage der sozialen Inklusion und wie soziale Inklusion gelingen kann, konzentriert. Mhm. Wurde ein Thema besonders intensiviert? Ein Outcome, würde ich sagen, ist besonders intensiv rausgekommen, weil wir nicht verschiedene Ergebnisse bekommen haben, sondern quasi co-emergenzig sowas wie eine gemeinsame Vision oder ein Leitbild entwickelt hat. Und aus allen Gruppen kamen dann die Themen zuvörderst, wie wichtig die soziale Dimension ist, wie wichtig die Ungleichheit, die Behandlung der Ungleichheit ist, die Verteilungsgerechtigkeit, der Zugang, die gesellschaftliche Teilhabe. Wir haben viel gesprochen über Mut. Mut des Einzelnen, Mut der Politik, Mut der Gesellschaft, an die Politik heranzutreten und zu sagen, wir brauchen euren Mut oder die Courage. Wir haben gesprochen über Anstand, der uns allen ansteht und der Politik. Wir haben gesprochen über Verantwortung jeder und jedes Einzelnen an der jeweiligen Stelle. Wir haben gesprochen über einen Kulturwandel, den es braucht. Das Zuhören ist hier schon angesprochen worden, ein echtes Miteinander. Wir haben gesprochen über Achtsamkeit, das relativ breit. Eine Notwendigkeit, nicht nur an die Leute auf der anderen Seite der Welt zu denken, sondern auch mit den Nachbarn zu sprechen, sich auszutauschen. Wir haben gesprochen über Überfluss, Konsum, Stilesuffizienz, aber auch über Zeit, die es möglicherweise zusätzlich jetzt kostet, ungewohnterweise, wenn man kommuniziert, wenn man sich verstehen möchte und über Räume, die darüber dafür gebraucht werden. Das Grundeinkommen war ein Stichwort, was auch immer wieder aufgetaucht ist. Und das Fazit war,
Umweltpolitik ist Gesellschaftspolitik, wie viele andere heute Abend auch schon erwähnt haben. Und gibt es etwas, was Sie der DBU noch speziell mit auf den Weg geben würden für die zukünftige Arbeit? Vielleicht das, was in allen Workshops thematisiert wurde und auch noch mal in der Abschlussrunde, das alles sehr begrüßt haben, dass es diesen Workshop überhaupt gab. Irgendjemand hat gesagt, es ist so toll, dass eine Umweltstiftung sich dieser sozialen Frage so explizit annimmt. Und ich würde sagen, Sie haben ja schon sehr viele Themenbereiche genannt, in denen man das auch noch mal vertiefen kann, dass das eben ein guter Anfangspunkt ist und vielleicht auch was für die nächsten 25 Jahre zum Weiterdenken und Weiterentwickeln. Dann danke ich Ihnen auch. Ja, na klar, Sie dürfen auch noch, klar. Nur kurz, wenn ich noch darf, um der Gruppe auch gerecht zu werden. Also es wurde sehr unterstützt, dass die DBU sich den Herausforderungen stellt, die es da gibt, dass sie sich öffnet den sozialen Innovationen, dass sie Ermöglichungsstrukturen und Räume schafft, dass sie Bildung für Umwelt und Soziales lebenslang fördert und unterstützt, dass sie Ermöglichungsstrukturen schafft, um gesellschaftliche Partizipation und Teilhabe zu stärken. Die DBU sollte Treiber für nachhaltigen Konsum sein. Wir haben diskutiert über einen Nachhaltigkeitsfonds. Also wie kann ein Fonds auch auf kommunaler und regionaler Ebene ausgestaltet sein, dass man aus Projekten, die mit Gewinn wirtschaften, andere soziale Projekte gegenfinanzieren kann. Vielleicht kann man auch da Ideen generieren im Rahmen der DBU. Wir haben gesagt, und das ist möglicherweise was Neues, Innovatives, dass es Achtsamkeitstraining bräuchte für alle Lebensalterstufen, nicht nur Kindergarten, Schule, Uni, sondern auch in Unternehmungen, dass man damit Verständnis und Respekt generieren kann, Selbstreflexionen, was eine Quelle von Innovation ist, die wir wiederum brauchen für die Transformation. Und für eine schnelle Umsetzung ganz ein konkreter Vorschlag, Standards entwickeln und generieren, weil damit kann Politik sehr schnell ins Handeln gehen und damit kann man sehr schnell Ergebnisse erzielen. Vieles davon könnten Sie in Ihre Förderkriterien und in die Leitlinien mit aufnehmen, wenn Sie denn mögen. Dann danke ich Ihnen für diese Zukunftsvision, sollten Sie hoffentlich nicht sein. Vielen Dank für diese Einblicke aus Ihrem Workshop und jetzt sind wir natürlich auf das Fazit gespannt. Ich bitte noch einmal den Gastgeber auf die Bühne, Herrn Bottermann. Herr Bottermann, Sie haben heute Nachmittag gesagt, Sie brauchen natürlich, Entschuldigung, die Keule. Ohne geht's nicht. Dass Sie sich von diesem Kongress viel Stoff für zukünftige Diskussionen wünschen. Ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen? Ja, zunächst mal ist der Wunsch sicherlich in Erfüllung gegangen. Aber der erste Wunsch, den ich hatte, dass wir sozusagen diese Veranstaltung auch nutzen, um diese tolle Gruppe von Menschen, die hier zusammengekommen ist, um unsere Gäste auch ein bisschen zum Arbeiten zu bringen. Ich finde, das ist erstmal richtig gelungen. Deswegen ganz herzlichen Dank, dass Sie so aktiv mitgewirkt haben. Danke auch an unsere Themenpaten und an unsere Stipendiaten, dass Sie diese Runde so klasse geleitet haben, dass wir hier am Ende super Ergebnisse haben, die wir auch in unsere Arbeit einspeisen können und die wir auch umsetzen werden. Aber vieles wird schon gemacht. Nämlich eines ist, glaube ich, die wichtigste Aussage, die heute Abend wieder gekommen ist. Die große Transformation braucht Innovationen, Herr Bundespräsident. Das war auch eine Ihrer Aussagen. Und das Thema Innovationen wird uns weiterhin beschäftigen mit dem Ziel, bestehende Standards, die Sie gerade gefordert haben, immer weiter zu verbessern und genau zu schauen, sind die Innovationen gut genug, um das bisherige abzulösen? Und wenn wir nicht gut genug sind, müssen wir besser werden. Und das ist ein Ziel, das wir in der DBU mit Engagement und Kraft annehmen werden, um die Dinge entsprechend umzusetzen. Dafür herzlichen Dank und Sie dürfen... natürlich als Gastgeber haben Sie natürlich auch das Schlusswort, aber ich habe danach auch noch zwei kleine Punkte anzusprechen. Ja, meine Damen und Herren, liebe Gäste, es war für mich eine wunderbare Geburtstagsfeier. Bisher, wir sind ja noch nicht ganz am Ende. Es war toll, dass Sie so super mitgemacht haben. Und ich glaube, wir haben heute Abend auch tolle Eindrücke gewonnen. Zunächst Theo Weigel und Fritz Brickwede mit einem Blick zurück, der ja doch durchaus ernsthaft war. Und eines ist nochmal klar geworden, damals wurde die Gunst der Stunde genutzt. Und es war ein knappes Zeitfenster, ein kleines Zeitfenster, in dem die Stiftung gegründet wurde.
Und letzten Endes, dass man dieses Geld nicht einfach in den Haushalt gegeben hat, sondern heute neben dem Erhalt des Stiftungskapitals 1,6 Milliarden in Projekte, konkrete Maßnahmen gesteckt hat. Ich finde, das ist nach wie vor noch eine tolle Leistung. Und dafür möchte ich an dieser Stelle nochmal Dank sagen. Dank an diejenigen, die die Stiftung gegründet haben. Dank natürlich auch an die Vertreterin des BMUB heute Abend, an unsere Kuratoriumsvorsitzende Frau Schwarzler-Sutter. Einerseits mit den konkreten Wünschen, Aufträgen an die DBU, an uns, was wir denn tun mögen. Zum anderen aber auch die klare Perspektive, was das BMUB denn tatsächlich will. Und ich glaube, sie hat große Ziele aufgezeigt und dafür auch einen ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Ja, und dann der Festvortrag. Ich glaube, der Festvortrag war wirklich ein Festvortrag. Herr Bundespräsident, ich danke Ihnen für Ihre große Rede, die Sie heute Abend gehalten haben. Sie haben uns allen aus dem Herzen gesprochen. Sie haben uns große Aufträge gegeben. Und ich bin mir sicher, dass diese Rede Grundlage vieler Debatten und Diskussionen und Motivation für viele sein wird, an diesem Thema intensiv weiterzumachen. Herzlichen Dank, Herr Bundespräsident, für diese große Rede. Dann haben wir ja heute Abend die deutsch-polnische Freundschaft noch ein wenig vertieft, dass die Damen, die vier streichenden Damen, die ihr Musikinstrument wirklich gestreichelt haben, habe ich im letzten Jahr in Warschau kennengelernt, anlässlich der Verleihung der Stipendienurkunden an die polnischen Stipendiaten. Und die deutsch-polnische Freundschaft ist, glaube ich, in Zeiten wie diesen eine ganz besonders wichtige Angelegenheit. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir mit den Polen auch auf dieser Ebene mit unserem Umweltpreisträger Professor Nowicki so engen und guten Kontakt haben und er ja, das darf man nicht vergessen, sein Preisgeld, was er bekommen hat, komplett in die Stipendiaten hineingegeben hat. Die Stipendien dann für die jetzt insgesamt 20 Jahre, haben wir jetzt am vergangenen Wochenende dort in Polen gefeiert, seit 20 Jahren werden Stipendiaten gefördert durch die DBU, an die Hand genommen und gemeinsam damit in Polen auch neue politische Impulse geleistet. Und das auch in schwierigen Zeiten. Und ich finde, dafür muss Professor Nowicki auf der einen Seite geehrt werden. Und deswegen fand ich es wichtig, die vier Damen, die mir im letzten Jahr mit ihren musikalischen Darbietungen gut gefallen haben, toll gefallen haben, zu sagen, kommt mal zur 25-Jahr-Feier der DBU hierhin nach Berlin. Das haben sie getan. Und ich finde, dieses Symbol, was dahinter steht, ist auch einen Applaus wert. Und am Ende dankt man natürlich immer der Moderatorin, die es den ganzen Tag mit uns ausgehalten hat. Und sie hat es vor allen Dingen toll, mit großer Sachkenntnis und wirklich sehr engagiert gemacht. Vielen Dank, Linda Zervakis, für diesen tollen Tag, den Sie heute begleitet haben. Vielen Dank. Ich habe hier sehr viel gelernt. Von daher danke ich Ihnen, dass ich dabei sein durfte. Ja, jetzt haben wir noch den Schlussakkord, Frau Zervakis. Sie können es auch gerne übernehmen. Nein, also das machen Sie mal. Im Namen der DBU lade ich Sie herzlich ein auf ein Flying Buffet. Es gibt auch geistige Nahrung in anderer Form. Das erfahren Sie dann am Tresen. Und ich kann nur sagen, erst posten, dann prosten. Und bedanke mich auch ganz herzlich für diesen schönen Tag hier bei Ihnen. Dankeschön. Wir sehen uns draußen zu Speis und Trank.